Guten Morgen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Stardew Valley. Gleich am Anfang, wo wir sehen, wie viel Geld wir denn jetzt eingenommen haben. Denn wenn wir uns erinnern, hatten wir letzte Folge ein paar so eine Pflanzen gesammelt und haben diese in die Kiste getan. Und das ist unser erster Erlös, 100 Gold. First of Spring, nee, Second of Spring, Year One. Und somit willkommen nochmal zu diesem Let's Play. Wahrscheinlich eines der etwas ruhigeren Geschichten. Wir haben Post bekommen. Du wirst find a cool stuff, but my backpack is full. Does this sound like you? Well, Pierce got you covered. Stop at Pierce General Store today and check out the 24-Euro Backpack. Ja, der kostet, glaube ich, 2000 Gold oder sowas. Also relativ teuer. Hello, just got back from a fishing trip. You should come down to the beach sometime. If you got something, I got something for you. Willy ist der Junge am Hafen, zu dem werden wir dann auch noch gehen. Aber das, was wir jetzt gleich am Anfang machen werden, und das ist halt sozusagen das, was uns das ganze Let's Play über begleiten wird. Wir werden aufstehen und unser Feld gießen. Damit unsere Sachen halt auch schön wachsen. Und ihr seht, dann rechts unten wird dementsprechend halt auch wieder Energie. Die Energie hat weniger. Was ich noch nicht so richtig weiß, ist, ob dieses Level von 270 irgendwann mal ansteigen wird. Ob wir sozusagen ein bisschen mehr Energie, indem man levelt, halt hochkriegen werden. Oder ob das so stagnieren wird. Das werde ich mal beobachten. Das ist das, was ich mich gestern so ein bisschen gefragt habe. Das werden wir, wie gesagt, werde ich jetzt mal beobachten und werden wir dann halt hoffentlich demnächst rausfinden. So, wir grasen jetzt allerdings noch ein bisschen hier ab. Huch. Um ein bisschen Heu, also erstens hier ein bisschen frei zu bekommen, die ganze Geschichte. Und vor allem, damit wir ein bisschen Holz sammeln, denn wir wollen uns eine Kiste bauen. Die Kiste ist relativ wichtig, finde ich, für den Anfang. Denn dort können wir relativ viel reinlegen, denn so viel Platz haben wir jetzt noch nicht, denn wir haben uns können uns diesen Rucksack noch nicht so richtig leisten. So, und jetzt können wir uns schon die Kiste bauen und die stellen wir uns mal hier so hin. Wunderbar. Und dann tun wir alles das rein, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Die Hoe zum Beispiel brauchen wir nicht. Die Sichel werden wir noch gebrauchen können, um dieses, ja, dieses Stück Land wieder langsam ein bisschen freier zu machen. Ich habe im ersten Spiel sozusagen, im ersten Antesten, habe ich erst irgendwie in meinem Ordnungswahn versucht, hier alles frei zu machen, was aber, glaube ich, rückwirkend betrachtet nicht wirklich viel Sinn gemacht hat. Es macht, glaube ich, ein bisschen Sinn, halt das nach und nach frei zu machen, je nachdem, wenn wir Ressourcen brauchen, das Ganze drumherum. Man kann sich hier auch Essen kochen. Das Essen kochen ist, glaube ich, für den späteren Verlauf wichtig, denn in dem Sinne brauchen wir nicht Essen. Also wir haben keinen Hunger oder wir haben keinen Durst. Das Einzige, was wir haben, ist tatsächlich diese... Oh, Geoide. Geode gefunden. You received a stone. Die Geode ist sozusagen etwas, womit wir zum Schmied, glaube ich, gehen können. Das aufbrechen lassen können, um dort dann sozusagen zu sagen, halt hier, also lackmäßig reingucken, was ist da drinne. Da kann dann irgendwas drin sein, was halt wertvoll ist. Und die ersten, also wir können das dem Museum dann donaten, also spenden sozusagen. Und wenn wir ihnen das gespendet haben, kriegen wir dann irgendwann mal nach einer gewissen Zeit X irgendeine Belohnung, je nachdem, wie oft wir was da rein gespendet haben. So, jetzt haben wir noch zwei Seeds. Die werden wir jetzt hier noch reinbauen. Denn, ach Quatsch, wir brauchen das da nicht. Ah, jetzt hätte ich zum Beispiel die schon so einen Dünger bauen können, um das da rein zu kloppen.
Habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil wir haben jetzt schon diese Saps, haben wir jetzt schon. Wir gehen jetzt mal mit ein bisschen Restenergie, die wir haben, noch runter zum Hafen. Es gibt auch eine Map, wo wir halt sehen, wo wir sind. Und hier unten ist der Hafen und dort werden wir jetzt mal hingehen, um sozusagen unsere Quest zu frönen. Visit the beach south before 5 PM. Das sollten wir noch easy peasy schaffen. Und besuchen mal unseren Hafenmeister Willy. Die haben wir schon Hallo gesagt. Es gibt natürlich auch eine Menge Geschäfte hier. Huch, lass dich doch anquatschen. Ey, hallo, anquatschen. Lass dich anquatschen. Ach, Rechtsklick. Oh, you're the new farmer boy, aren't you? Jo, bin ich. Also Dialoge gibt es nicht wirklich. Unser Charakter, den wir spielen, der ist, glaube ich, relativ ruhig. Das ist Major Lewis. Den haben wir schon Hallo gesagt. Und hier kommen wir jetzt runter zum Hafen. Da ist er. Dampft ein bisschen ab, der Junge. Ahoy there, son. Willy heißt er. Heard that was a newcomer in town. Good that finally meet you. We will finally meet you. Oder sowas stand da, glaube ich. Ah, I'm still trying to unwind from a month out of the salty seas. It was a big hole. I sold a lot of good fish. Finally saved enough to buy me a new rod. The rod. Here, if you want. I want you to have my old fishing rod. It's important to me that the art of fishing stays alive. And hey, maybe you will buy something from this shop once in a while. Wir haben eine Angelrute geschenkt bekommen. You received a bamboo pool. Ja, wir können nämlich auch noch fischen. Und wenn wir fischen, können wir sozusagen etwas zu essen bekommen. Open now, so come if you need supplies. It also buy anything you catch. If it smells, it sells. That's what my old puppy used to say anyway. Puppy oder Peppy? Puppy. Whatever. So. Ja, letztendlich können wir halt auch fischen und das, was wir halt fischen, können wir natürlich dementsprechend auch wieder verkaufen, was für den Anfang natürlich nicht so allzu verkehrt ist, aber fischen geht natürlich auch auf die Kondition bzw. auf die Energie und wir werden mal sehen, ob es jetzt klappt. Es gibt nämlich auch ein Minigame dabei und zwar müssen wir diesen grünen Balken in Höhe dieses Fisches haben und im ersten Durchgang des Let's Plays habe ich mich ziemlich bescheuert angestellt dabei. Also ich war dann an einem anderen Teil des Strands und ich überlege gerade, ob dieses Wasser, dieses Blubbern hier irgendwas uns sagen soll. Jedenfalls war ich am anderen Teil eines Strandes. Joja Cola, sehr cool, die macht uns Energie. Wir gehen jetzt mal hier rein. So, guck mal, das hier so komisch blubbert. War ich halt doch relativ, habe ich mich dem nicht angestellt, denn ihr seht, wenn dieser Fisch nicht in diesen grünen Balken drin ist, geht die Energieleiste auch wieder runter. Und ja, ich habe mich da halt, wie gesagt, relativ dumm angestellt. Also ich habe da nichts großartig gebacken bekommen. Ich überleg halt bloß, ob das da unten halt ein bisschen schwieriger war, weil es ein anderer Teil vom Strand war und ob das halt sozusagen hier so das Anfängergebiet ist und es dementsprechend halt auch ein bisschen leichter gehen sollte. Und diesen Balken steuert man mit Linksklick und der ist aber hypersensibel eingestellt. Also finde ich echt schwierig, das mit Mausklick zu machen, weil es halt auch ein bisschen schwammig ist, das Gefühl. Also
Wenn man einmal linksklick geklickt hat, hat es sozusagen ein bisschen Energie, was dann halt nach oben geht. Und wenn der nach unten fällt, hat er auch eine gewisse Energie oder Kraft sozusagen, die man entgegenbringen muss. Jetzt haben wir Seagrass gefunden, Seaweed. Wir sollten es jetzt auch nicht überstrapazieren, denn wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie. Und ich überlege halt, ob das, wie gesagt, an den anderen Teil des Strandes dementsprechend ein bisschen schwieriger war. Nämlich hier lang. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mit Linksklick immer machen. Swift 30, also 300 Pieces of Wood. This could be fixed. Da kommen wir dann rüber und dort habe ich dann halt gestern ein bisschen geangelt. Und jetzt haben wir zum Beispiel schon zu wenig Energie. Und jetzt trinke ich diese komische Joja-Cola. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Energie, sodass wir jetzt nicht nach Hause schleichen müssen, sondern normal nach Hause gehen können. Ja, und that's it irgendwo bei diesem Spiel. Es wird halt immer wieder ein bisschen was passieren. Die Seasons werden sich halt ändern, wie gesagt. Man muss sich darauf einstellen, glaube ich. Aber das ist es halt im Großen und Ganzen, was Stardew Valley, glaube ich, ein bisschen ausmacht. Und wenn man das aber so wenn man das nach unten abbricht oder abrechnet, bleibt da gar nicht so viel übrig, was man sagt halt, hö, warum ist dieses Spiel denn jetzt so megamäßig geil? Aber irgendwas muss an diesem Spiel geil sein, weil es zocken enorm viele Leute. Und viele sind halt einfach sehr, sehr begeistert von diesem Spiel. Und ich bin gerne der Typ, der herausfinden will, warum ist das so? Warum zocken das so viele Spieler? Warum sind die alle so begeistert davon? So, ein bisschen Fisch haben wir verkauft, ein bisschen Dingens haben wir 80 Gold insgesamt eingenommen, was jetzt noch nicht wirklich viel ist, wenn wir ehrlich sind. War da gerade irgendwas im Hintergrund, was da jetzt gerade gerufen hat? Ah ja, jetzt zum Beispiel. Ey, verpiss dich, du Rabe! Hat er unsere Seeds hier gefressen? Das ist mir zum Beispiel noch gar nicht passiert. Im Spiel, im Test. So eine blöde Kuh. Okay, ach Gott. Wir haben auch gerade mal nur die Hälfte der Energie aufgefrischt bekommen. Warum denn das? Weil es geregnet hat? Ich weiß es nicht. Okay, wir holzen mal hier noch ein bisschen das Zeug jetzt ab. Um noch ein bisschen Holz zu bekommen. Denn auch von den Bäumen wird etwas gedroppt. Was wir gut gebrauchen könnten, was wir aber jetzt noch nicht machen können, weil wir erst, glaube ich, im Level aufsteigen müssen. Ja, aber im Großen und Ganzen dachte ich mir halt, jetzt zum Beispiel hast du die Hälfte der Energie, alles klar, du kannst jetzt ein paar Bäume schlagen, mehr kannst du jetzt nicht machen, weil deine Energie dann weg ist. Du kommst effektiv nicht wirklich weit. Und da dachte ich mir, hä, warum spiele ich das denn dann eigentlich so? Aber wie gerade eben eingangs schon erzählt, ich bin einer, der das gerne rausfinden will. Ich will wissen, was die Leute an diesem Spiel halt finden. Ich will wissen, ob mich das auch catchen kann. Und vielleicht braucht das Spiel ein kleines bisschen Zeit, damit es sich dementsprechend entwickelt und es dann irgendwie cool wird. Vielleicht ist da irgendwas, was ich jetzt noch nicht erkenne. Okay, so viel Energie haben wir jetzt nicht mehr, um einen kompletten Baum, glaube ich, zu hauen. Deswegen hauen wir jetzt mal die kleinen Ästchen hier noch weg. Das andere Grüne, was hier rausbringt, ist Fiber. Gut, jetzt sind wir nämlich schon wieder tired. Und können uns jetzt wieder ins Bett legen. Und wir waren jetzt auf die Uhr gerechnet, nicht mal 3 Stunden wach. GG. Gießen braucht man das jetzt nicht, weil es, wie gesagt, regnet. Jetzt gehen wir halt rein und legen uns halt wieder pennen. So, weil Ernte können wir jetzt nicht machen. Und pennen tut er immer bis zum nächsten Morgen. Ah ja, guck mal, Level up. Ex-Profi. Trees sometimes drop seeds. Ah ja, genau, diese Seeds. New Crafting Rezept White Seeds. Da und New Crafting Rezept Fight Snack. Und diesen Snack
Das ist gar nicht mal so blöd, dass es den jetzt gibt. Denn mit denen können wir uns, wenn wir den gecraftet haben, gibt er uns 45 Energie wieder. Und das ist an sich gar nicht mal so verkehrt. Denn wir brauchen, wir können nämlich noch in Minen reingehen. Oh, du verdammte Scheiße. Ey, das finde ich jetzt mal knallhart. Ich hatte gestern hatte ich nicht einen einzigsten Vogel hier drauf, der mir meine Sachen geklaut hat. Das hatte ich gar nicht. Und jetzt schon der zweite in Folge. Olle Mistkröte. Diese kleinen Bäume haue ich mal nicht weg, weil aus diesen kleinen Bäumen kann nämlich noch ein großer Baum werden. Das war nämlich, glaube ich, auch ein Fehler, den ich gestern gemacht habe. Ich habe gestern tatsächlich alles, ja, niedergemäht, was wir hier auf dem Hof hatten. Was aber Kackes war. Denn wir brauchen irgendwann halt wieder Bäume, wir brauchen halt diese Seeds, wir brauchen diese Saplings, um diese Bars machen zu können und so weiter und so fort. Deswegen sollte man die stehen lassen. Glaube ich zumindest. Ich habe sie gestern dann doch schon irgendwann mal angefangen zu vermissen. Ernten können wir jetzt noch nichts an diesem Feld. Deswegen haben wir jetzt hier noch weiter die Grasbüschel und die Bäume weg. Sowohl auch diese Steine. Ich werde mal jetzt noch keine neuen Samen holen, denn so viel Geld haben wir jetzt noch nicht übrig, um uns neue Samen zu kaufen. Das würde ich gerne mit der nächsten Ernte machen. Da habe ich gestern auch sehr schnell festgestellt, dass ich ein bisschen unorganisiert war in der Richtung. Ich immer sehr viel, also irgendwann mal zu viel Samen geholt habe und somit ein zu großes Feld hatte und mich gar nicht dann so richtig um den Alltag kümmern konnte. Beziehungsweise zum Beispiel mal in die Mine reinzugehen oder ja, also da halt einfach nicht so viel geschafft habe, weil ich halt am Morgen aufstehen musste und dann das Feld gemacht habe und dann dementsprechend nicht mehr so viel übrig war. Das war dann irgendwann mal ziemlich doof, deswegen habe ich vorhin abgezählt, wie viel, damit man, also wie viel, ach so, jetzt hat man Level ab, aber der Energielevel ist gleich geblieben, okay. Deswegen habe ich vorhin abgezählt, wie viel, wie groß das Feld halt ist, damit ich halt nicht zu viel mache. Damit wir dann auch noch ein bisschen Energie übrig haben. Wobei das jetzt halt, wie gesagt, noch relativ scheißegal ist, glaube ich. Denn wir können jetzt noch nicht allzu viel machen. Was ich aber gleich mal noch mache, vor dem nächsten Mal schlafen gehen, ist an den Kalender nochmal drauf glotzen. Denn dieses Soziale sozusagen ist hier halt auch da. Man kann halt, wie gesagt, anderen Leuten Geschenke machen. Desto mehr Geschenke man ihnen macht, desto mehr Freundschaft bekommt man, desto mehr mögen die einen. Und das ist dann etwas wiederum, was ich ein bisschen doof finde, wenn ich ehrlich bin. Denn warum sollte ich Leuten was schenken, die ich nicht kenne? Ich mag es, wenn ich Leute kennenlerne durch Gespräche. Okay, wir sollten uns nicht mehr allzu viel draufhauen. Ja, ich mag es halt, wenn ich Leute kennenlerne durch Gespräche und dann halt feststelle, mag ich die oder mag ich die nicht und den nicht, in denen ich sie halt beschenke. Das finde ich irgendwie ziemlich verwirrend. Ziemlich komisch, wenn ich ehrlich bin. Aber shit happens. Wir gucken jetzt hier nochmal, ob wir hier was finden, was wir nochmal mit einsammeln könnten. Aber dem ist nicht so der Fall, ja, und ich glaube, wenn man muss ein bisschen drauf achten, wen, da ist auch noch was, wer wann wo wie Geburtstag hat. Und wenn man das dann abtimt, kriegt man mehr Freunde. Keine Ahnung. I need an Earth Crystal to rub on my sore back, please bring me one as soon as possible, Harvey. 150 Gold kriegen wir davon, Harvey will be thankful. Also damit, durch diese Quest, kriegen wir dann halt auch noch Leute, also sind die Leute uns dann dankbar. Aber wie konnte ich denn, jetzt konnte ich gar nicht mehr auf den Kalender draufklicken. Ach doch, hier ist der Kalender.
So, jetzt zum Beispiel Louis Birthday. So, hat am Sonntag Geburtstag. Das werden wir uns mal raussuchen, ob wir denen dadurch dann halt was schenken können. Oder was auch immer. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch hier unsere Pflanze verkaufen. Was haben wir denn? Wir haben ein paar Snip-Seeds. Haben wir zwei verloren. Kaufen uns doch mal noch zwei. Und legen die dann noch Pflanzen wieder ins Feld rein. Diesmal kann ich ja mal den Dünger schon rauspacken und dort reinhauen. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen, also mit der von der Zeit her genauso schnell, also das aufholt das, und zeitgleich wie mit den anderen halt wächst. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Beziehungsweise das mache ich jetzt noch zu Ende. So arschig wollen wir da nicht sein. Ach so, kann ich denn überhaupt jetzt Dünger schon machen? Kann ich ja noch gar nicht machen, weil ich noch gar nicht das Level dafür habe. Also, never mind. Hätte eh nicht funktioniert. So. Parsnip, Parsnip. Das sind Parship Beans. Die wachsen, kriegst eine Freundin. Oh Gott. So, das Ding wollte ich eigentlich auch füllen. Jetzt muss man halt auch ein bisschen aufpassen, wann, wo, wie, wo, wegen was, wegen der Energie halt. Das ist aber, wie gesagt, etwas, was ich komisch finde. Es ist jetzt 12 Uhr, fast, also jetzt 1 Uhr sozusagen. Und ich muss mich jetzt ins Bett legen und gehe pennen. Komisch. Bis morgen, ihr Lieben. Ciao. Zen.